ganz schrecklich in Gabi verliebt. Er hätte nie geglaubt, dass es so etwas gibt. In Gabis Nähe fühlt Jan Gefühle wallen. Die würden seiner Mutter gar nicht gefallen. Jan will Gabi, weiß nur nicht wie. Er versucht es sogar schon mit Softpornografie. Nachdem die weiche Tour mit Blumen nicht verfing. Doch Gabi ist ja kein menschliches Ding. Computerliebe, Computerliebe. Jan möchte sich mit Gabi ganz und gar austauschen und dabei hochbeglückt auf ihr zartes Bieten lauschen. Seine Finger gleiten zärtlich über Gabis Tastatur. Seine Mutter wundert sich über Geräusche im Flur. Sie denkt, was soll's, der Junge ist ja fast erwachsen. Endlich öffnet sie die Tür, doch da ist Gabi schon mit Jan verwachsen. Wo Augen waren, sind jetzt Monitore und Reglerknöpfe anstelle der Ohren. Computerliebe, 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 Computerliebe. Jan erwacht mit einem lauten Schrei. Es war nur ein Traum und er ist jetzt vorbei. Was bleibt des Gabis Maus in seiner feuchten Hand? Und Gefühle sind stärker als jeder Verstand. Computerliebe, 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 Computerliebe. Man kann dort Sachen erleben, die man im wirklichen Leben wahrscheinlich nie erleben wird. So Abenteuer mit irgendwelchen Wesen oder was weiß ich was, die es überhaupt nicht gibt oder so. So erfundene Sachen, halt seine eigene Welt hat man da auch. Hast du schon mal vom Computerspiel geträumt? Nee, das habe ich auch noch nicht. Wie viele Stunden am Tag spielst du so? Kommt auch drauf an, ob ich gerade ein Spiel habe, was ich gut finde, dann kann es bis zu 5 Stunden oder so werden. Wenn ich keins habe, dann kann es bis zu 0 Stunden werden. Also man muss immer Spiel und Schule immer auseinanderhalten. Man darf es also irgendwie nicht zusammen machen. Man muss zwar jeden Tag spielen, also so geht es mir, aber man muss auch in der Schule gut sein. Ja, meistens ist es schon so, dass man dann halt so eine Sachen vernachlässigt. Dass man dann halt nur noch drin sitzt und vorm Computer sitzt. Sobald man neue Spiele hat, man hat die nach einer Weile wirklich sehr oft gespielt, dann macht es keinen Spaß mehr. Also dann hat man wirklich Drang danach, neue Games zu haben, neue Software eigentlich zu besitzen wieder. Weil es ist einfach, Computer ist mehr so eine Sucht, würde ich mal vorschlagen. Dann ist es eine Sucht, also bei mir zumindest. Also ich brauche immer neue Games, ansonsten also macht es keinen Spaß, alten Spiele zu spielen. Man hat sie zwar, aber man spielt sie nicht mehr. Wie lange spielst du denn am Tag? Am Tag? Ach, also Wochenende ist sozusagen fast jedes Wochenende von morgens bis abends. Töten ohne Sinn irgendwie, das ist einfach total sinnlos in dem Spiel. Also man weiß noch nicht mal, warum man die töten muss. Man tötet die einfach nur und dann
Dann war es, würde ich sagen, nach einer Weile gewöhnt man sich ja drauf, wenn man jetzt schon ein paar abgeschossen hat, dann weiß ich gar nicht. Machen solche Spiele nicht aggressiv? Natürlich machen solche Spiele aggressiv. Ist genauso wie wenn einer einen Film Rambo guckt und dann sagt, oh, ich bin Rambo, jetzt geht's ab hier und so. Ja. Ist genau dasselbe. Vielleicht kann man dann auch nicht mehr so richtig da unterscheiden. Also es muss einem schon klar sein, dass man da Menschen tötet. Also das ist schon so simuliert, auch extra. Also muss einem schon klar sein, denn wenn man das dann wieder nicht mehr in die Realität sozusagen richtig reinkommt, dann ist das natürlich auch ein Problem. Oder vielleicht, wenn man einen schlechten Tag in der Schule hat oder so, dass man in so einem Spiel dann seine Gewalt eben halt auslässt. Aggression. Ja, man lässt einfach seine Aggression in so einem Spiel aus, in so einem Kriegsspiel zum Beispiel. Man schießt dann einfach aus Brutalität, also aus der Wut, die man im Bauch hat. Also dann spielt man so ein Spiel, damit man sich nicht irgendwie an der Sternlage irgendwie auslässt oder so. Oder an Vater oder an Mutter, dass man da sich irgendwie wütend auslässt. Na, meine Meinung ist, dass man hier nicht nur Aggression abbauen kann, sondern hier können sich auch Aggressionen stauen. Aber es gibt auch Skispiele, die einen Sinn haben. Zum Beispiel, man muss eine Familie retten. Dann muss man eben halt da eben angreifen, also eben halt versuchen, sich durchzukämpfen, damit man seine Familie zurückbekommt. Wenn es da ist irgendwo ein Sinn bei. So eine Spiele sind eigentlich an sich ja nicht schlecht. Ich meine, das schiebt dann auch andere Menschen ab. Und Panzer und Helikopter und alles Mögliche. Aber man versucht einfach nur, seine Familie zu retten. Hat einen Sinn. Es ist egal, für welchen Vorwand, ob man ein Land rettet, ob man Menschen rettet, sondern Menschen umbringen, spielen, ist einfach nicht gut. Dazu kann man welchen Vorwand auch immer nehmen. Das ist einfach der Reiz davon, unsterblich ist, dass man einfach alles machen kann. Man kann alles, man ist einfach unsterblich. Ja, und wenn man so jetzt bei uns in Realität ist, naja, dann ist es nicht so, dann stirbt man irgendwann und ist weg. Das ist einfach Game Over. Guten Tag, wir sind hier bei Familie Hinkel. Christiane hat ihren PC zur Konfirmation geschenkt bekommen. Entschuldigung, Christiane? Welche Auswirkungen hat dieses Computerspielprogramm auf dich? Das Schlitz- und Kill-Eliminator-Programm hilft mir dabei, meine überflüssigen Aggressionen abzubauen, bewahrt mich davor, auf die Straße zu gehen und irgendwie irgendwelche Leute umzubringen. Ach so. Ja, das stimmt. Seit ihrer Konfirmation, ich versichere Ihnen, hat sie keinen umgebracht. Ja, danke. Mithilfe dieses Tests können unsere rassistischen eingestellten Freunde feststellen, ob sie Neger hassen oder mögen. Ich starte jetzt das Programm. Die erste Frage. Warum sind Neger alle Sklaven? A. Weil sie aus Afrika kommen? B. Weil sie braune Haare haben? Haut. Ach, Haut. C. Weil sie zum Arbeiten geboren sind? D. Weil sie sich mit Scheiße waschen? Du Scheiße. Das zweite Frage. Nee. Also ich lese mal die Frage vor. Wo würdest du deinen Negersklaven wohnen lassen? A. In der Hundehütte, im Klo, in einem Käfig, im Schrank. Das ist doch Blödsinn, ist das? Nee. Was würdest du sagen? Mach mal D. Ist nicht richtig. Das ist bestimmt nicht richtig. Ist ja klar. Falsch, alter Nigger. Das heißt, was ist die Tendenz? Wie? Na, das ist das Schlimmste immer. Hier. Naja, also man. Also eigentlich sind alle Antworten. Also es ist eigentlich ganz Schwachsinn, das Spiel. Was ist die schlimmste Antwort? Ist die richtige? Das ist alles schlimm. Und es ist alles dumm und stimmt alles gar nicht. Also kann man wegwerfen, das Spiel. Ist kein Spiel. Ist einfach nur Rassismus auf Diskette. Ja. Na, ich finde es total beschämend für die Deutschen, wie sie sowas zulassen können. Obwohl, ja, das macht man ja überall, dass man Rassisten gibt's überall, aber trotzdem. Ich würde sagen, hier in Deutschland ist es extrem. Also ich wohne in Deutschland, ich bin auch hier geboren und gehe mit deutschen Kindern in die Schule. Und das ist einfach eine Diskriminierung. Dazu kann man eigentlich nicht so viel sagen, sondern also das ist auch ein Problem. Woher kommt das, dass sie es programmieren? Und wie wird es zugelassen, dass sie so etwas programmieren können? Am Anfang steht da auch, mit diesem Programm können sie herausfinden, ob sie Nigger mögen oder hassen. Wie mit einem Programm kann man bestimmt nicht herausfinden, ob man jemanden mag oder nicht mag. Und erst recht nicht so viele Menschen. Die sind ja alle verschieden, die Menschen. Na, es ist schon schlimm, aber ich achte nicht sehr darauf. Für mich, also mich interessiert sowas sowieso nicht und ich höre auch sowas. Wenn ich sowas höre, dann sage ich, ach, lass dir doch.
Was soll ich schon tun und was soll ich sagen? Viele leihen sich Spiele aus. Und als kleines Nebenspiel noch unten ist da eben Anti-Türken-Test oder was weiß ich was. Da kopiere ich mir eben die ganze Diskette und dann ist auch der Anti-Türken-Test dran. Und wenn ich einen weitergehe, dann geht's vielleicht auch weiter. Wie muss man Deutschland reinigen? Türken rauswerfen, Tamilen rauswerfen, alle Ausländer raus, alle Deutschen raus. Mach mal D, alle Deutschen raus. Du bist Abfall in unserer Gesellschaft. Ich würde es sehr interessant finden, mal mit solchen Programmierern oder so an einen Tisch sitzen und zu diskutieren. Also ich meine, wenn man rassistisch gegenüber den Ausländern ist, kommt das ja auch zurück. Dann denke ich, dass auch einige Ausländer wiederum auf Deutsche auch nicht mehr sehr nett reagieren. Und dann gibt es ja auch ein ziemliches Chaos. Geht es dir nicht auch oft so, dass du gar nicht weißt, wer du eigentlich bist? Hier hilft nur eins, der Computer. Ich habe ein sagenhaftes Programm, das mir hilft, mich selbst zu erkennen. Zuerst stellt der Computer mir jede Menge Fragen. Dann macht er in Windeseile eine ganz genaue Persönlichkeitsanalyse von mir. Total wissenschaftlich. Also, ich habe ihm irrsinnig viel von mir erzählt. Jetzt muss ich nur noch diese Taste drücken und dann erfahre ich vom Rechner ganz präzise, wer ich bin. Bin ich vielleicht gespannt, was rauskommt? Achtung! Mein Freundeskreis haben 90% und mehr haben einen Computer und beschäftigen sich viel damit. Für mich besteht überhaupt kein Reiz, einen Computer zu besitzen, weil ich einfach darin nicht den Sinn sehe. Und andererseits ist es auch so der typische Fortschritt in der Industrie, der dann auch schon auf die privaten Menschen übergreift. Ja, ich habe meine Eisenbahn vor 4 Jahren gekriegt, einen Teil davon, zu Weihnachten, habe angefangen, das langsam aufzubauen, habe diese, also das Ganze auf der größeren Platte seit Anfang an, allerdings nicht so in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Hab eben langsam das Dorf aufgebaut, diese Gleisverzweigung auf der Platte und mich langsam in Bezug auf die Elektrik fortgearbeitet, dass ich dann später anfing, Straßenbeleuchtung zu machen, die ich noch nicht sehr lange habe. Häuser leicht beleuchtet, ein paar Kleinigkeiten, ein paar Spielerchen wie eine beleuchtete Telefonzelle oder ein Auto, was dann auch alles per Schalter regelbar beleuchtet ist. Der Reiz liegt darin, dass man eigentlich nie fertig wird. Man kann immer weitermachen und man kann wirklich seine Kreativität ausleben. Also indem man eben selber Häuser gestaltet, dieses Dorf so aufbaut, wie man es gerne hätte. Und eben auch zum Beispiel, wie ich hier dem Dorf einen eigenen Namen gibt und ja, eben einfach kreativ sein kann. Und wie heißt das Dorf denn? Kirchbach. Man ist einfach nie fertig mit diesem Aufbau oder mit der Beschäftigung an der Eisenbahn. Also ich habe dieses Gerät hier selbst erfunden. Das ist eine Art Kurzschluss, nur dass der Widerstand groß genug ist, dass keine Sicherung rausfliegt. Mit diesem glühenden Draht kann ich dann Plastik schneiden. So. Ich kann dann durch dieses lange Stück Draht durch Plastik einfach durchgehen und somit dann zum Beispiel Dächer abtrennen. An der Eisenbahn bastel ich mehr, als dass ich spiele. Das heißt, ich spielen tue ich eigentlich kaum, so gut wie gar nicht, weil ja, dann wäre das Ganze wieder ein bisschen einseitig, wenn man nur damit spielt. Und das Basteln ist einfach, dass man das tut. Und eben, wenn was Neues entstanden ist, dass man sich eben einfach in gewisser Hinsicht freuen kann und das wieder sieht, dass was Neues entstanden ist und so eben immer weitermacht. So ist es auch ein endloses Hobby. Ich bezeichne mich selber nicht als altmodisch, weil ich in anderen Bereichen völlig meinen Freunden übereinstimme und ich es auch einfach nicht einsehe, dass die Eisenbahn als altmodisch bezeichnet wird.
Der nächste, bitte. Ich habe etwas erfunden. Das ist genial. Es ist revolutionär. Es wird die Welt verändern. Ich möchte es sofort zum Patent anmelden. So, so. Was ist es denn? Wer diese Erfindung besitzt und beherrscht, wird die volle Macht über die ganze Menschheit haben. Keule. Gibt schon. Nein, nein, keine Keule. Eine Rechenmaschine. Ich nenne sie Computer. Jawohl. Oh, na dann zeigen Sie mal her. Passen Sie genau auf. 20 Kilo Festplatte, natürlich erweiterbar. 2 Laufwerke, 50 Bit Arbeitsspeicher. Das ist der Monitor und jetzt der Drucker. Eine Nadel, 30 Zeichen pro Stunde. Ich gebe zu, ein kleiner Schwachpunkt. Mensch, da kann ich dir doch helfen. Wie denn? Ich arbeite nämlich an der Lasertechnologie. Boah. Boah. Joint Venture genehmigt. Ideen für meine Stücke entstehen meistens zu Hause am Keyboard. Dort habe ich die Möglichkeit, mit möglichst wenig Equipment, das heißt Musikinstrumente, in schneller Zeit etwas zusammenzubasteln. Der Computer dient als Zentraleinheit, der alle Musikinstrumente, die in meinem Zimmer stehen, ansteuert. Nochmal wieder, ja? Ja. Jetzt gebe ich dem Sound mal ein bisschen mehr Höhen. Wenn meine Ideen zu Hause nach meiner Meinung so ausgereift sind, dass ich damit ins Studio gehen kann, dann nehme ich die Disketten von meinem Computer und dem Sampler, gehe damit ins Studio und dort werden die Sachen halt dann so verfeinert mit dem Mischpult und dem restlichen Equipment, bis dieses Stück halt reif ist für eine Plattproduktion. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass unsere Entscheidung, unsere Ausbildung abzubrechen, richtig war. Ich hatte damals als Computerfachverkäufer meine Ausbildung gemacht und der Christian war bei der Post als Beamter. Wir können heute, mittlerweile 1,5 Jahre nach Veröffentlichung der ersten Platte, können wir von der Musik leben. Ich bin der Meinung, dass es die einzige Musik ist, die zu dieser Zeit, in der wir leben, auch passt. Ne? Weil ich meine, es ist harte Musik, es ist technische Musik. Es ist Musik, die mit dem Equipment der heutigen Zeit gemacht wird. Und die auch die Welt, so wie sie wirklich ist, mehr oder weniger widerspiegelt. Weil ich meine, irgendwelche simplen Gitarrenklänge, die so, wir sind schön und so weiter und so, alles ist toll. Ich meine, das passt heute halt alles nicht mehr. Das hat sich halt wesentlich besser anhört, René zumindest, als wenn man mit normalen Instrumenten wie mit einer Gitarre oder einem Klavier spielt. Die Welt von heute ist ziemlich hart, ist ziemlich brutal und ich meine, und die Welt von heute ist ziemlich technisiert, also passt die Musik da einwandfrei dazu. Ne? Und eins wollen wir noch festhalten, die Leute, die so eine Musik hören, sind nicht unbedingt als Rechtsradikale zu bezeichnen von unseren ausländischen Mitbürgern. Was mir schon öfter passiert ist, durch unser Auftreten halt. Ja, das stimmt. Man kann nicht irgendwelche Leute dazu definieren, irgendwie jetzt, die tragen so eine Kleidung und nun sagen, ja, er ist rechtsradikal. Kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Ich meine, es ist Musik. Ja, es ist Musik. Genau, eine Musikrichtung, finde ich, hat mit Politik wenig zu tun. Wirklich sehr wenig. Ich meine, ich habe auf meiner Jacke hinten drauf eine Musikgruppe und Das hat nichts mit Politik und mit Rechtsradikalismus zu tun. Ich bin angemacht worden, dass ich ein Nazi sei, ich bin Skinhead und was weiß ich nicht alles. Und das hat irgendwie satt eigentlich. Was bist du? Ich bin eigentlich nur Techno-Freak. Ich versuche immer zu texten, nicht unbedingt so ein Standard-Textprogramm, wie es in Charts häufig vorkommt. Das heißt also Liebestexte oder so Beziehungstexte. Ich versuche immer mehr, die Leute auch auf etwas anzusprechen. Sei es Umweltprobleme oder im Song Crime Time besonders die Berlin-Problematik mit den Jugendlichen
in den Jugendbanden. Nur ist das Problem meistens natürlich, dass gerade bei Technomusik die meisten Zuschauer wahrscheinlich nur wenig Anteilnahme an den Text haben. Wir verstehen uns mehr als Programmierer als Musiker, würde ich sagen, da man ja nicht wie als Musiker regelrecht Instrumente spielt, sondern halt die meiste Zeit am Computer sitzt und programmiert halt. Ich habe weder Gitarre noch Schlagzeug noch irgendein ähnliches Instrument gelernt. Ich habe gleich mit dem Synthesizer angefangen. Es war ja so simpel. Es geht so einfach mit dem Synthesizer. Man muss nicht mal Notenkenntnisse haben, die ich wirklich nicht besitze. Ich habe nie gewusst, wie eine Note geschrieben wird. Es geht viel von selbst. Mit dem Computer natürlich. Würde das auch bedeuten, dass du ohne Computer eigentlich keine Musik machen könntest? Das kann es bedeuten, ja. Tja, Mädchen, du siehst, ich habe wirklich alles. Vom CD-Player bis zum Fernseher, Video, Computer, alles. Ich bin völlig unabhängig. Unabhängig? Ja. Oh, nicht ganz. Eins kann dich völlig fertig machen. Ha, Quatsch. Was denn? Was denn? Stromausfall. Nein! Seit meinem 4. Lebensjahr interessiere ich mich schon für Wetter. Und das hat damit angefangen, dass ich immer wissen wollte, wann es nun schneit, um rodeln gehen zu können. Und da mussten mir meine Eltern immer einen Wetterbericht vorlesen, damit ich das nun weiß, wann ich meine Freunde informieren muss. Und mit 14 Jahren habe ich den Computer bekommen. Erst ohne Spiele, das wollten meine Eltern so, damit ich lerne zu programmieren. Und es hat sich ausgezahlt. Ich habe schnell gelernt, wie ich mit meinem Computer umzugehen habe. Seit dem 11. Lebensjahr gehe ich zu den Meteorologen in Berlin und habe mir angeguckt, wie die Wettervorhersage nun gemacht wird. Und die Meteorologen wollen natürlich auch wissen, wie gut ihre Vorhersage ist, indem sie die Prognose mit den eingetretenen Werten vergleichen. Das wurde früher mit der Hand gemacht, eine recht mühsame Arbeit, Zahlenkolonnen zu addieren, zu subtrahieren, zu dividieren, für ganze Monate. Und diese Arbeit habe ich durch ein spezielles Computerprogramm den Meteorologen abgenommen. Um die Vorhersage der Meteorologen nun überprüfen zu können, benötige ich zum einen erstmal natürlich die Vorhersage und am nächsten Tag dann auch die tatsächlich eingetretenen Beobachtungen. Hier habe ich nun eine Auswertung für die letzten 35 Jahre gemacht. Da erkennt man, 1956, da waren die Meteorologen noch sehr, sehr schlecht. 50% der Tiefstemperaturvorhersagen waren einfach falsch. Das ging dann aber aufwärts bis 1986. Da lagen sie schon bei 81%. Wir können jetzt ja mal eine Vorhersage exemplarisch überprüfen. Und da gehen wir am besten ins Meteorologische Institut und gucken, wie das Wetter da so gemacht wird. In meiner Freizeit gehe ich relativ häufig ins Institut für Meteorologie, schaue den Meteorologen über die Schulter, plotte Karten und schreibe natürlich auch Computerprogramme. Das ist hier ein Plotter. Da werden aktuelle Meldungen von Wetterstationen aus der ganzen Welt in Karten eingetragen und vom Meteorologen dann analysiert. Und daraus wird dann die Wetterkarte, wie man sie zum Beispiel in der Zeitung sieht. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Daten in einen Großrechner zu schicken, der dann daraus eigenständig eine Computervorhersage macht. So, die Vorhersage für morgen ist relativ einfach. Es wird weniger Wolken geben als heute und es kann auch mal ein Schauer dabei sein. Bei den Temperaturen, die wir ja untersuchen wollen, liegt der Meteorologe bei 18 Grad als Höchsttemperatur und bei der Tiefstemperatur bei 8 Grad. Wenn wir die Vorhersage durch den Computer machen lassen, werden für die Nacht 6 Grad vorhergesagt und für die Mittagszeit auch 18 Grad. Ich meine, dass es nachts etwas kälter werden wird, 6, 7 Grad, und am Tage nur 16 bis 17 Grad erreicht werden, ohne Schauer. So, heute, einen Tag später, sind wir etwas schlauer. Wir hatten eine Tiefstemperatur von 6 Grad. Somit lagen Computer und ich besser. Der Meteorologe hätte es wohl etwas wärmer lieber gehabt. Die Höchsttemperatur haben Computer und Meteorologe besser vorhergesagt als ich. Die eventuellen Schauer sind nicht eingetreten. Dafür ist es umso schöner hier. Hast du einen bestimmten Berufswunsch? Ja, Meteorologe natürlich.
Ich mach doch jetzt mit bei Jugend forscht. Jugend forscht? Ja. Zuerst überlegt man sich, was einen brennend interessiert. Dieses Thema wird dann ganz, ganz intensiv erforscht. Dazu gehört natürlich auch eine umfangreiche Materialsammlung zum Thema. Und? Hast du schon was gesammelt? Na klar, jede Menge. Pass auf. Philipp, 16, 1,74, Kussfaktor 2+, Treuefaktor 5. Paul, 17, Kussfaktor 3, Treue 1-. Claudio, 16, Kussfaktor 1+. Über den schreibe ich mal meine Doktorarbeit. Das ist jetzt hier ein Mädchenkurs. Auf dem Computer schreiben und drucken haben wir gelernt. Und was malen, speichern haben wir gelernt. Und dann haben wir noch die Bilder bewegen lassen. Die Bilder bewegt und nacheinander gespeichert. Und dadurch haben wir noch einige Trickfilme noch erfunden. Interesse an Computer und für meine Zukunft, also da ich einen Beruf mit Computer erlernen will. Und dann da reingehst. Da, das Gefühl, naja, das will ich nicht. Ach, du willst, das bleibt so. Du willst, aber so das Gesicht. Das Gesicht, ja, dann kannst du da fühlen. Naja. Guck mal, ich mach, wenn du an du machst, ist es wieder weg. Ach, du kannst auch mit einer anderen Farbe fühlen. Ich mache Computer nur hier. Ich habe zu Hause keinen Computer. Und ich will auch über Computer was lernen. Ja, wenige Mädchen machen Computer, aber weiß nicht warum. Naja, ich finde es irgendwie schade, dass Mädchen nicht Computer lernen wollen. Vielleicht, naja, wegen die Jungs. Vielleicht denken die Mädchen, Mädchen passen überhaupt keine Computer und so. Vielleicht denken die Mädchen, also, das ist so kompliziert, Computer, das können nicht nur die Jungs raffen und die Mädchen sind so dumm dafür. Vielleicht haben sie auch, naja, Hemmungen vor dem Computer. Was weiß ich, vielleicht hat es auch mit der Technik zu tun. Vielleicht kann es so kompliziert sein und sie können es nicht machen. Deshalb lassen sie es schon von vorne herein. Und wie siehst du das? Nein, das ist völlig falsch, meine ich. Die Jungs sind ja nicht klüger als die Mädchen. Die Mädchen können so genauso viel machen wie die Jungs. Die Mädchen verstehen sich untereinander besser und mehr. Vielleicht, wenn Jungs hierher kommen würden auch, also dann würden sie sagen, ey, mach mal Platz da, ich will jetzt am Computer. Und da hätten die Mädchen auch gar keine Gelegenheit am Computer so etwas zu unternehmen und zu spielen. Also die Mädchen sind so zueinander sehr viel netter als die Jungs, finde ich. Also früher war mein Vater in der Familie wirklich völlig abgesagt. Das konnte ich nicht länger mit ansehen. Ich werd verrückt, was ist denn da los? Gerda, guck mal, lauter Abbuchungen von meinem Konto. Mallorca 3000, Afrika 400, Fahrradland, was soll denn das, sag mal? Nach 20 Jahren Ehe 1000 Mark für mich alleine. Ach, danke. Gerda. Konnte ich wirklich, alter Geizkragen, Taschengeld für Mallorca? Mutter. Werde ich dir nie vergessen. Was? Dass du noch so spendabel bist in deinen alten Tagen, finde ich echt klasse. Ey, die Aua! Meine großzügige Spende. Ach, wenn noch alle Menschen auf dieser Welt so warmherzig wie Sie. Ja. Ah, ja, ja, ist ja danke. Gut. Ein klarer Fall von Familienzusammenführung. So, und jetzt bin ich dran. Ein CD-Player. Nein! Bauer
Hälfte von morgens früh um 5 bis nachts um 10. Dabei würde er so gerne verreisen und fremde Länder sehen. Pietje hat auch eine Tochter, die heißt Antje und die ist 14 Jahre alt. Dass Papa niemals Zeit hat, das ist was, was Antje nicht gefällt. Darum hat sie neulich im Hobbykeller dies hier konstruiert. Ein Fernbedienungsauspuff, der die Landwirtschaft revolutioniert. Auf Knopfdruck lenkt der Auspuff Rasenmäher spurgenau ans Ziel. Auf Knopfdruck hackt der Rüben, das für ihn ein Kinderspiel. Auf Knopfdruck mistet er die Stelle bis auf den letzten Strohhalm aus. Auf Knopfdruck renoviert er sogar Hasso seines Hundehaus. Okay. Täglich schlagen sie auch Interessenten von der Industrie bei Tietjes rum. Die reißen sich die Augen und stammeln. Guck mal, die Antje, die ist gar nicht so dumm. Tja, sagt Antje, vor allem passt mein Auspuff locker in das Urlaubshandgepäck. Und zum ersten Mal im Leben fahren Tietjes darum auch den Sommer weg. Noch mal locker und vom Strand aus macht die Arbeit eines Landwirts doppelt so viel Spaß. Nur so ein paar Knöpfe drücken und dann gleich wieder rein ins frische Nass. Auf Knopfdruck merkt der Auspuff auch mal die Kühe daheim in ihrem Stall. Und auf Knopfdruck spielt er zwischendurch auch mal mit Hasso Ball. Auf Knopfdruck macht ihr einfach alles. Und Anni und ihr Papa, die sind jetzt fein raus. Schließlich noch zwei Wochen von Tietjes, dann auch wieder gut erholt nach Haus. Ja, so ist das. Also ein Geldautomat ist doch wirklich klasse. Schon. Aber weißt du überhaupt, wie viele Arbeitsplätze damit wegrationalisiert werden? Piep, 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 piep. 4852. Achtung, Schild kommt. Piep, piep, piep. Wie viel? 400. 400. Achtung, Schildkorn. Also, dass wir hier im Westen die Stelle gekriegt haben. Du freilich, da können wir uns nicht beklagen. Achtung, Schildkorn. Computer ist in der Industrie, also ist positiv, also finde ich okay. Weil, also man kann schon mehr produzieren für einen niedrigeren Preis. Aber dafür gehen dann leider die Menschen, also werden wegrationalisiert. Ich denke, man sollte einem Computer dann die Verantwortung nicht übergeben, wenn es darum geht, irgendwie Flugzeuge zu steuern. Ich mir vorstelle, da fällt irgendein System aus und der Pilot sitzt da und kann zwar Knöpfe drücken, wie er will, aber das Gerät entscheidet letztendlich selber, wie es dann landet. Ja. Dann finde ich das schon ziemlich abartig eigentlich. Ich habe schon mehrere Berichte gelesen über computergesteuerte Waffen und ähnlichem Zeug. Und naja, es ist einfach, so eine Kühle. So eine kalte Intelligenz irgendwie. Weil ein Computer denkt nicht nach, dass er Menschen umbringt, sondern einfach nur Fläche ausrottet. Weil ein Mensch würde darüber nachdenken, ob er es tun soll oder nicht. Vielleicht würde er am Ende irgendwie seine Menschlichkeit also darüber Überhand gewinnen, dass er es nicht tun soll. Und ein Computer führt einfach aus. Es wäre wünschenswert, wenn der Computer denken könnte, also richtig menschlich sein könnte. Was hast du denn? Ich hab ein Virus. Oh. Das wäre doch völlig abartig. Das wäre doch Wahnsinn. Dann würde es, wenn der Computer noch menschlich werden würde, ja, dann würde es irgendwann so aussehen, dass der Computer alles macht. Vielleicht irgendwann über die Menschen bestimmt, ja. Man wüsste gar nicht mehr, was man überhaupt noch machen sollte auf dieser Welt, wenn alles ein Computer oder Technik machen würde. Ja, es ist ganz schwer zu sagen, wo man den Fortschritt bremsen soll und wo es weiterlaufen soll. Ich denke, es wird weitergehen. Aber ja, Grenzen setzen bloß wo? Wo soll das anfangen? Wir hätten vielleicht vor ein paar, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so aufhören sollen oder vor 100.
mit der Technik. Also ich weiß nicht, ich sehe irgendwie eine Grenze bis dahin, als man die Kernspaltung also herausgefunden hat. Und wie weiter war mir schon zu, ist mir schon zu weit, weil wie das war nämlich die Sache, die irgendwie, vor der ich am meisten Angst habe. Wenn man versucht, sich das all wegzudenken, dann muss man natürlich überlegen, wo fängt man an. Ich denke, dann dürfte man nicht mit dem Auto fahren, man dürfte kein Licht anmachen und halt ohne Technik leben. Also es gibt dann so viel, man, ich weiß nicht, keine Waschmaschine, keine Haushaltsgeräte, gar nichts. Ja. Und das Essen, ich weiß nicht, also wenn man überlegt, die Kühe werden mit der Maschine gemolken, ja, dann muss man das jeden Tag selbst machen und ja, man muss einfach dann wieder ganz von vorne anfangen. Man sollte einen Mittelweg finden. Ha! Und Scheiße! Oh Mist! Ich bring ihn um! Ich knall ihn ab, die Sau! Tu's nicht, Chef! Tu es nicht! Ich mach ihn kalt! Tu's nicht, Chef! Ich flehe dich an! Aus dem Weg, Harry! Chef! Was hat er dir denn getan? Ha! Ausgepfiffen hat er mich! Das wird er mir büßen! Aus dem Weg! Ich knall ihn ab! Ich mach ihn alle! Aber Chef, überleg doch mal! Wir haben doch so viel investiert! Du hast ihn noch geliebt wie einen Sohn! Mir egal! Von keinem lasse ich mich ungestraft auspfeifen! Dieses arrogante, aufgeblasene, eingebildete Miststück! Aber Chef! Aus dem Weg! Aber Chef, er hatte doch recht! Hier steht's doch, erst die Diskette einlegen, dann den Computer einschalten. Oh nein! Mark kann aufgrund seiner motorischen Behinderung eine normale Tastatur nicht benutzen. Deshalb hat er hier als Hilfe eine Simulation einer Tastatur, mit der er mit dem Sensor ein Menü starten kann und Zeichen auswählen kann. Ich bin Mark Koch. Ich bin 22 Jahre alt. Ich lebe in Berlin. Ich bin seit meiner Geburt plastisch behindert und kann nicht sprechen. Nach einer schönen Zeit im Kinderaussehen einer Integrationsgruppe kam ich wegen meiner Behinderung in eine Sonderschule mit vielen anderen ebenso stark behinderten Jugendlichen. Dort lernte ich Blitzerrolle, ich war damals 16 Jahre. Später mit 17 begann ich am Computer Blitzbriefe zu schreiben. So konnte ich erstmals weniger vertrauten Personen etwas mitteilen. Der Computer hilft mir, anderen Leuten etwas zu erzählen. Mit dem Computer hat sich in meinem Leben eine Menge verändert. Heute kann ich etwas schreiben und in der Zukunft sogar sprechen. Das ist prima. Blitz ist eine Symbolsprache. Alle Dinge, die etwas mit Gefühlen zu tun haben, werden in der Blitz-Sprache mit einem Herzen gekennzeichnet. Das Herz und eine zusätzliche Information ergibt hier das Wort mögen. Das Wort lieben ist eindeutig. Mark verfügt über eine Blitz-Mappe, die etwa 600 Begriffe
nach einem bestimmten Schema kodiert. Dieses Schema richtet sich nach der Seite, nach der Reihe und nach der Spalte des Feldes, auf dem der Begriff vermerkt ist. So ist das Wort Haus in Marks Mappe unter dem Code Seite 4, Reihe 1, Spalte 1 kodiert. Ja. Ist ja noch was zu essen. Oh. Jetzt geht's los. Mal gucken, was Rainer aufgetischt hat. Ja. Genau. Ich hab Hunger. Und nicht wieder so mickrige Portionen wie letztes Mal. Ja. Marc, es gibt keine Telekompons mehr. Und dadurch können wir nicht mehr wegfahren. Wie findest du das? Ja. And I was saying, I wanted you, wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those?